Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Battlefleet Gothic Armada 2, wo immer noch die Bude brennt. Ich gehe vorsichtshalber hier nochmal alles durch. Ja, genau, wir haben hier nämlich hier diesen mega krassen Angriff in Isola Bay zu erwarten. Zum Glück haben wir da nochmal ein bisschen Zeit. 5 Runden sind das. Hier haben wir noch in 2 Zügen hier noch was. In, Finrath. Und dann haben wir jetzt sofort in Dentor noch etwas zu erwarten. Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier nochmal in 4 Zügen. Also gerade eben kommen sie von allen Seiten. Und das Ganze endet auch irgendwie noch nicht so richtig. Bin mal gespannt. Also so wie das derzeit gerade eben jetzt hochkocht. Es gibt ja auch noch, es gibt noch so viele Stränge, die wir noch nicht bearbeitet eigentlich haben. Die noch nicht thematisiert worden sind. Naja, und hier waren wir natürlich noch nicht. Wir haben noch keine Antwort darauf, was mit den Necrons ist. Wir haben noch keine Antwort darauf, was mit dem Chaos ist. Und die Eldar, von denen wissen wir auch noch nicht so richtig was, ne? Also, egal wie wir es drehen und wenden, ich habe nicht das Gefühl, dass wir zum Endgame demnächst kommen werden. Irgendwie nicht. Okidokili. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier hinbekommen. Im Idealfall mit geringen Verlusten. Wir haben hier nochmal Raumstationen da und da, okay. Das heißt, wir werden uns die da vorne schnappen. So, mein Plan. Vollgas voraus. Engine red lines. Collision protocols active. Und wird aus meiner Sicht festhalten. Best Choice hier. Augurensonde. Entschuldigung. Engage Chrysalis Protocols. Ich lass die mal hier nochmal ein bisschen burnen, ey. Das ist so geil. Du kannst es einfach mittendrin anmachen und das heißt, das Teil bekommt ja nochmal ordentlich Sprit. Ah, you have seized a strategic area. Die können you es aber nicht alle so lange durchhalten. Area. Okay. Und wieder was gelernt. Da vorne geht's schon ab. Ah. Komm schon, komm schon. Also auf jeden Fall habe ich da getroffen. Aber es reicht nicht. Mach das sofort jetzt hier so. The enemy has seized a strategic area. Das könnte den auf jeden Fall noch böse treffen. Zack, genau. So wie ich mir das vorgestellt habe, lief das jetzt auch ganz gut. Starhawks loaded and sent. Die Plasmabombe sind wir noch zu weit weg. Target locked in. Mach den erstmal fertig. Mal gucken, wie viel der aushält, ne? Ja, komm. Die kommen jetzt alle, ne? Ich mache jetzt hier den nächsten Schuss hin. Hallo? Jetzt dreht der ab, ey. We wait your command. Ich hab ihn schon gefragt, warum. Das ist bescheuert, hat ihn for the Emperor! Ach, das darf nicht wahr sein. Okay, der. Starhawks loaded and set. Der muss jetzt hier. Ei, das war knapp. Ei, war das knapp mit dem Ramm. Den haben wir schon zerrissen, ey. Die haben jetzt auch schon so gut wie gar keine Lust mehr, wie wir gerade eben sehen, ne? Engaging! Die haben ihr Brainship verloren. Enemy sighted! So, wilder Instinkt. Ship ready. Ein ziemlich großes Schiff hat jetzt schon keinen Bock mehr. Wilder Instinkt. Engaging target. Der haut ab. For the Emperor. Also die nächsten los. Calculating vectors. Du drehst dich ein. Ich mache hier den überladenen Deflektor jetzt mal an. Da könnte man natürlich auch targeting wunderbar auf sowas reagieren. Oh, danke für die Follow. Starhawks loaded and sent. Da könnte man wunderbar darauf reagieren.
Holy Omnissiah, heal thy wounded servant. Mit diesem Deflektor, wenn man halt quasi diese Angriffe kommen sehen würde. Auch wilder Instinkt brauchen wir nicht mehr zu kümmern. Target locked in. Den zerreißen sogar hier noch. Reporting successful boarding action. Why not? Troop transition successful. Könnte beides treffen mit ein bisschen Glück. Teleporterium vectors calculated. Ach du Scheiße, guck mal was da kommt. Ich hab keine Lust auf diese Scheiße, ohne Witz. You have accumulated 25% of strategic points. Ich muss dringend in so eine Wolke rein. Engage engine redlines. Oh Gott. Sonst brennen wir ja komplett aus. Coordinates acknowledged. Davonlaufen. Starhawks loaded and sent. You can do it if you really want. Oh Gott. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Es könnte klappen. Kommt so schnell ihr könnt, Freunde. Auch wenn das Ding ist schon rum vielleicht. Nein, ist es nicht. Machine Spirit appeased. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Oh Gott. Engage Chrysalis Protocols. Oh, scheiße, der schafft's nicht. Schneller! Oh. Engage Engine Redlines. Haben wir es geschafft? We wait your command. Wir haben es geschafft, ne? Oh. Wir haben es geschafft, da reinzukommen. Aber irgendwo muss noch was sein. Ist kaputt gegangen. You have accumulated 50% of strategic points. Ich sehe keinen Gegner mehr. Wir sehen der Gegner. Oh, Gott sei Dank. Okay, das Ding hat einfach nur gewartet, bis die scheiß Welle durchgeht, weil es könnte ja noch alles Mögliche sterben. Ne? Super. Hi, Admiral. Mann. Also gut. Ja, damit bin ich zufrieden. Aber immer noch 1700, die wir noch zu überstehen haben. Also diese Welle auf mich zukam, habe ich gerade eben echt gedacht. Oh, jetzt läuft's kacke. Aber wir haben es noch geschafft. Oh, jetzt kommen die Piraten auch noch. Irgendwas ist ja immer. Immer ist jetzt irgendwas. Okay, BFG. Ich finde es immer so lustig, ne? Battlefield Gothic Armada fängt auch an mit BFG, also Big Fat Gun. BFG, ne? Die Big Fat Gun Armada. Im Grunde ist es ja auch richtig, wenn man eine Nova-Kanone bei sich hat, dann trifft es schon irgendwie zu. Ich würde sagen, wir fahren da hinten hin. Voller Freude. Go, go. Rouse the engines to fury. Und brettert dorthin. Meine tapferen Recken. Holy Omnissiah, heal thy wounded servant. Da haben wir nochmal ein bisschen hier Sprit nachgetankt. Receiving your order. Bei denen geht das aber irgendwie nicht. Die können das nicht. Your orders? Die ganz großen Schiffe. Das ist eine Fähigkeit, die anscheinend nur die kleinen können. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Oder es können nur die Adeptus Mechanicus Schiffe. Kann es sein, dass es... Ich glaube, das sind nur die Adeptus Mechanicus Schiffe, die das können. The enemy has seized a strategic area. That could be an explanation. Augurensonde. Schick ich mal da hinten hin. Haben wir jetzt dieses Event? Ja, oh Gott. Ja, aber das Lustige ist, ich weiß, das sind alles keine Gegner. Denn Tyranniden werden von mir so nicht entdeckt. Da bin ich tatsächlich dem Spiel mal einen Schritt voraus. Mhm. Heading acknowledged.
Und wir sind jetzt in der Tarnung drin. Collision protocols active! Scan mal. Ja, seht ihr? Asteroid. Naja, was ist Asteroid? Your orders? Es ist ein Asteroid, aber nicht so wie das Spiel Asteroiden sieht. Guck mal, den Button kann ich gerade so nicht mehr, also gerade nur so drücken. Nehmen Sie das da hinten ein. Frage ist, ob ich mir das holen soll oder you have seized a strategic area. Nee, ich glaube, ich gehe da volle Kanone auf das andere da hinten los. Engaging engines! Go! Enemy sighted! Wo? Da haben wir Feindkontakt, ja. Course engaged! The enemy has seized a strategic area. Mhm. Wie befürchtet. Enemy sighted! Oh, haben wir da eine Menge gefunden. Starhawks loaded and sent. We wait your command. Ach ja, mucho, mucho uncool. Vielleicht kann ich die jetzt hier teilweise treffen. Das wäre voll gut. Nee, ihr springt jetzt raus, ihr Schweine. Zack. Drei Stück richtig hart getroffen. Understood. Die sind auch schon so gut wie raus dadurch. Ship ready. Setting course. Den eins reißt schon. Wie lustig. Starhawks loaded and sent. Ich gehe direkt auf die los, ne? Underway! Yes. Also wir haben auf jeden Fall schon mal im Grunde die Hälfte der Flotte gut zerlegt, ne? Wenn ich das hier halt auch noch brennen. Das bekommt den nicht gut. Da ist eine Stasis-Bombe. Alles ein bisschen außerhalb meiner Möglichkeiten. Das wird ein guter Doppeltreffer. Dreifachtreffer. Vierfach. Wow. How painful was that? Ja, das hier wird auch nochmal treffen, wenn die es nicht gerade abhauen, ne? Starhawks loaded and sent. Das war ihr Führungsschiff. Das war das Leitschiff. Okay. Engaging engines. Also auf die Art und Weise waren sie relativ easy. Das ist relativ spielend leicht, trifft's eher. Engage engine red lines. Okay. Trotzdem sind die mega krass, wenn es darum geht, hier solche Schiffe auseinanderzunehmen. Also es ist solche. Nicht Schiffe, ihr wisst, was ich meine. So, ich sorge dafür, dass die jetzt hier mir nicht mehr entkommen. Rocket failing! Starhawks loaded and sent! Engaging! Attacke! Impossible, Admiral! Your orders? Drehen! Oh fuck! Boah, das war so knapp! Hi, Admiral! Hey, guck mal, was da hinten ist. Ey, knapp daneben ist auch vorbei. Targeting enemy vessel. Knapp daneben ist auch vorbei. Wilder Instinkt. We wait your command. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel von denen. Enemy ship crippled by the lightning strike. Bam. Oh, Snacks, so nee, volle Kanne. Begin rearmament. Jetzt noch mal nachladen. Jetzt können wir es uns gönnen. Nee, jetzt lohnt sich das gar nicht mehr da irgendwie noch großartig. Aber ich glaube, der Kampf ist noch nicht vorbei.
enemy ship crippled by the lightning strike. Dann hat er den gemacht. Course engaged. Da ist irgendwo noch was. Ich habe was gehört. Ich habe was gehört, ganz eindeutig. Rouse the engines to fury. Da, Kontakt. Starhawks loaded and sent. Oh, das ist ja wohl nicht deren Ernst. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Das ist im Ernst, das Spielchen mit dem Rand kann man auch zu zweit spielen. Rouse the engines. Your orders? Das Spielchen kann man auch zu zweit spielen. Ship ready. Geh jetzt mal ab, bevor du da reinfliegst. We serve. Oh, tschüss. You have accumulated 75% of strategic points. Ich glaube, das war's mit denen, oder? Changing course. Nee, da kommt noch irgendwas geflogen. Irgendwas ist da draußen noch. Da. Heading acknowledged. Understood. Irgendwie hier. Es kommt immer näher. Es ist irgendwas Kleines. Starhawks loaded and sent. Schick mal noch ein paar Starhawks drauf. Voll mit dem Gesicht gegen so einen Zug gesprungen, wisst ihr? Was glaubt, was hat das Ding erwartet, was passiert? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Auch erledigt. Schließen. Ich glaube, ein weiterer Angriff findet in dieser Runde nicht statt. Ey, wir haben jetzt im Grunde zwei Folgen fast nur damit zugebracht, permanent nur zu verteidigen, ne? Ohne selber irgendwie mal aktiv werden zu können, sondern immer nur so Position halten und so. Das sollte so nicht weitergehen auf Dauer. So, erstmal hier nochmal Nemesis Tessera. Da fangen wir jetzt erstmal wieder an. Nemesis Tessera wurde verteidigt und es ist auch kein weiterer Angriff zu erwarten. Okay, das heißt, wir können die beiden Flotten jetzt hier reparieren und ich sage das jetzt hier mal ganz klar, wir greifen an. A harsh realm of perpetual gloom that breeds a harsh people. With a dark and polluted sky, Medusa's sun rarely reaches the planet's surface. It is a world of highly unstable geology, with earthquakes and volcanic eruptions constantly reshaping the mountains and seas. The world's resources have long been mined to exhaustion, plundered by the Telstarax, an ancient space station that hangs in orbit to this day. Medusa, then, is a world trapped in the past, marred by old wounds and burdened with pride and fading glory. Yet it remains a powerful symbol and a weighty prize to he who would claim it. Oh ja. Auf nach Medusa. Und zwar mit beiden Flotten. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch mal in die Offensive gehen. Haben dann jetzt eigentlich nur diese Pappkameraden vor uns. Dann müssen wir jetzt noch mal nach Belis Corona gucken. Belis Corona erleidet keinen weiteren Angriff mehr. Sehr erfreulich. Nicht so erfreulich, was mit dieser Flotte hier passiert ist. Das muss hier auf jeden Fall wieder abgegradet werden. Dem Schiffchen hier fehlt noch ein bisschen was. Den habe ich darüber geschickt. So, jetzt muss ich diese Flotte hier erstmal wieder auf Vordermann bringen. Tja, von den Schlachtschiffen sind wir ja leider noch ein bisschen weg. Die Gothic-Klasse hat auf jeden Fall die Nova-Kanone, Lanzentürme. Was will ich denn für Waffen haben? Start- und Landebuchten. Finde ich eigentlich gut. 128. Das heißt, ich könnte vielleicht noch eine Endurance oder eine Enduro mitnehmen. Oder ich mache das anders. Was ist, wenn ich eine Defiant mitnehme? Dann habe ich noch 218 und da würde noch genau eine Gothic reinpassen. Ist jetzt nicht perfekt, aber es ist so gut, wie wir es hinbekommen halt. Ne?
Und die bleiben hier als Verteidigungslinie. Hier, du bist jetzt hier für das System. Und dann müssen wir noch mal ganz kurz schauen hier nach Agrippina. Da war doch irgendwo noch was. Da kommt ein Angriff. Weit kann ich denn springen? Maximal bis hier, weil bis hier komme ich nicht. Dann muss ich da auch noch mit rüber. Stimmt. Scheiße, Einzug. Muss ich verzögern. Sonst schaffen wir das nicht. Nchare hat, glaube ich, jetzt auch Stress. Ja, so gelinde gesagt. Ein bisschen. Hat noch Zeit. Aber ich sollte mal langsam aber sicher anfangen darüber nachzudenken, wie ich deine Flotte hinbekomme. Also eine zweite tut schon Not. Also der hier wird es wahrscheinlich schaffen. Und danach den hier auch noch. Ich muss also jetzt hier rüber. Ja, ich muss mit den beiden hier hin, um dann das andere Problem auch noch zu lösen. Probleme über Probleme, kann ich nur sagen. So, und beim nächsten Mal, liebe Leute, gönnen wir uns das da. Die Schlacht hier gegen diese imperialen Piraten. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade und nochmal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, danke für alle Likes, danke für alle Views. Und danke an all meine sonstigen Unterstützer, insbesondere die Patreons ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und Devil VHD als meine Gefährten und meine Ehrendoktoren. Macht's gut, ciao, ciao.